Haben Sie sich jemals gefühlt, als ob Sie Tag für Tag eine enorme Last auf Ihren Schultern tragen? Nicht einen schweren Rucksack, sondern etwas Unsichtbares, das Ihre Energie, Ihre Freude und Ihren Lebenswillen aussaugt. Diese Last sind die toxischen Menschen in Ihrem Leben. Heute sprechen wir über etwas, das viele Menschen zuzugeben fürchten. Manchmal müssen wir, um glücklich und gesund zu sein, die Verbindungen zu Menschen, die wir lieben, abbrechen. Ja, sogar zu Familienmitgliedern und langjährigen Freunden. Dieses Video ist nicht über leichte Ratschläge oder halbe Maßnahmen. Es geht darum zu erkennen, wann es an der Zeit ist, eine drastische Entscheidung zu treffen, um Ihre geistige und emotionale Gesundheit zu retten. Wir werden 10 klare Anzeichen erkunden, die zeigen, dass Sie den Kontakt zu jemandem abbrechen müssen, so schwer das auch erscheinen mag. Viele von Ihnen haben vielleicht schon Sätze gehört wie "Aber es ist Familie" oder "Ihr seid schon so lange Freunde". Vergessen Sie das. Ihr Seelenfrieden ist mehr wert als jede toxische Beziehung, egal wie lange sie schon besteht. In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie destruktive Verhaltensweisen erkennen, die Ihr Selbstwertgefühl untergraben, Ihre Energie aussaugen und Ihre Träume sabotieren. Wir werden lernen zu erkennen, wann jemand mehr Schaden als Nutzen in unserem Leben anrichtet und warum das Abbrechen von Verbindungen die einzige Lösung sein kann. Bereiten Sie sich auf ein offenes und direktes Gespräch vor. Wenn Sie es leid sind, sich schuldig zu fühlen, weil Sie sich von toxischen Menschen distanzieren wollen, dann ist dieses Video für Sie. Wir werden diese schädlichen Beziehungen entlarven und Ihnen die Macht geben, Ihr eigenes Glück zu wählen. Das erste Anzeichen ist emotionaler oder körperlicher Missbrauch. Das geht über einfache Missverständnisse oder gelegentliche Streitigkeiten hinaus. Wir sprechen von einem konstanten Verhaltensmuster, das Ihnen wehtut, sei es innerlich oder äußerlich. Im Falle des emotionalen Missbrauchs nutzt die Person Worte und Handlungen, um sie ständig klein zu machen. Sie geben Ratschläge, die als Kritik getarnt sind, lassen sie an sich selbst und ihrer Vernunft zweifeln. Es ist, als hätten sie ein geheimes Handbuch, wie man sie herunterzieht. Sätze wie "Du machst nie etwas richtig" oder "Niemand wird dich jemals aushalten" sind mächtige Waffen, die diese Person benutzt, um sie unter Kontrolle zu halten. Sie manipulieren ihre Gefühle und lassen sie sich für Dinge schuldig fühlen, die nicht ihre Schuld sind. Und täuschen Sie sich nicht. Körperlicher Missbrauch ist nicht nur Schläge und Tritte. Es kann ein unbeabsichtigtes Schubsen sein, das zu feste Halten Ihres Arms oder das absichtliche Eindringen in Ihren persönlichen Raum, um Sie zu einschüchtern. Das Schlimmste ist, dass diese Menschen oft zwischen Momenten der Zuneigung und des Missbrauchs wechseln, sodass sie verwirrt und hoffnungsvoll bleiben, dass sich die Dinge verbessern werden. Spoiler: Das werden sie nicht. Wenn Sie sich ständig auf Zehenspitzen um diese Person bewegen, aus Angst, wie sie reagieren wird, ist das ein klares Zeichen. Wenn Sie nur beim Gedanken an ein Treffen oder Gespräch mit ihr ein flaues Gefühl im Magen haben, sendet Ihr Körper Ihnen ein Warnsignal. Denken Sie daran, niemand hat das Recht, Sie so zu behandeln, egal wer es ist. Ihr Wohlbefinden ist nicht verhandelbar. Den Kontakt zu einem Missbrauchstäter abzubrechen, ist nicht dramatisch, es ist Selbstschutz. Fallen Sie nicht in die Falle zu denken, dass Sie diese Person reparieren können oder dass sie sich ändern wird, wenn sie nur besser sind. Missbrauchstäter ändern sich selten ohne intensive professionelle Hilfe und es ist nicht Ihre Verantwortung, Ihr Therapeut zu sein. Wenn Sie jegliche Art von Missbrauch erleben, ist es an der Zeit, einen Ausstiegsplan zu erstellen. Suchen Sie Unterstützung bei vertrauenswürdigen Freunden, wenden Sie sich an Organisationen, die Missbrauchsopfer unterstützen, und zögern Sie nicht, bei Bedarf die Behörden einzuschalten. Ihre Sicherheit und geistige Gesundheit stehen an erster Stelle. Den Kontakt zu einem Missbrauchstäter abzubrechen, ist nicht einfach, aber notwendig, damit Sie beginnen können zu heilen und das Leben zu leben, das Sie verdienen. Dieses erste Anzeichen ist eines der schwerwiegendsten und dringendsten. Wenn Sie sich mit etwas identifiziert haben, was ich hier gesagt habe, ignorieren Sie es bitte nicht. Ergreifen Sie Maßnahmen, um sich jetzt zu schützen. Manipulierer sind Meister darin, mit ihren Emotionen und Gedanken zu spielen. Sie sind wie Magier, aber anstatt sie zu unterhalten, verdrehen sie ihre Realität zu ihrem eigenen Vorteil. Ein Manipulator verwendet Taktiken wie emotionale Erpressung, um sie schuldig zu fühlen, wenn sie seine Forderungen nicht erfüllen. Sie könnten Dinge sagen wie
Wenn du dich wirklich um mich kümmern würdest, würdest du das tun. Oder nach allem, was ich für dich getan habe, behandelst du mich so. Eine andere Taktik ist das Verwenden falscher Komplimente. Sie überschütten sie mit positiven Kommentaren, aber nur, wenn sie etwas im Gegenzug wollen. Es ist, als ob sie einen Sympathieschalter umlegen, wenn sie sie brauchen, und ihn ausschalten, sobald sie bekommen, was sie wollen. Lügen sind ein weiteres mächtiges Werkzeug im Arsenal des Manipulators. Sie verdrehen Fakten, lassen wichtige Informationen weg oder erfinden ganze Geschichten, um sie verwirrt und abhängig von ihnen zu halten, um zu verstehen, was vor sich geht. Ein klares Zeichen für Manipulation ist, wenn sie ständig an ihren eigenen Wahrnehmungen und Erinnerungen zweifeln, wenn sie mit dieser Person zu tun haben. Sie denken oft, habe ich das falsch verstanden oder vielleicht übertreibe ich mit hoher Frequenz. Manipulierer sind auch Experten darin, Situationen emotionaler Schuld zu schaffen. Sie tun Gefallen, die sie nicht erbeten haben, und verlangen dann einen hohen Preis dafür. Erinnerst du dich, als ich dir damit geholfen habe? Jetzt bist du dran, etwas zurückzugeben. Das ultimative Ziel des Manipulators ist Kontrolle. Sie wollen, dass sie nach ihrer Pfeife tanzen, auch wenn das bedeutet, gegen ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu handeln. Wenn sie sich immer verwirrt fühlen, nachdem sie mit jemandem interagiert haben, wenn sie das Gefühl haben, ständig den Wünschen dieser Person nachzugeben. Auch wenn sie nicht wollen oder wenn sie das Gefühl haben, auf einem emotionalen Minenfeld zu laufen, haben sie es möglicherweise mit einem Manipulator zu tun. Den Kontakt zu einem Manipulator abzubrechen, kann schwierig sein, weil sie Experten darin sind, sie an ihrer Entscheidung zweifeln zu lassen. Sie können versuchen, sie davon zu überzeugen, dass sie irrational sind, dass sie übertreiben oder dass niemand sie so verstehen wird wie sie. Aber denken Sie daran. Sie haben das Recht, Entscheidungen zu treffen, die auf dem beruhen, was für Sie am besten ist, nicht auf dem, was jemand anderes möchte, dass Sie glauben, was das Beste ist. Ihre Intuition und Ihre Gefühle sind gültig. Den Kontakt zu einem Manipulator abzubrechen, ist wie aus einem verwirrenden Labyrinth zu entkommen und wieder auf einen klaren Weg zu kommen. Es kann anfangs beängstigend sein, aber je mehr Sie sich entfernen, desto mehr werden Sie feststellen, wie viel einfacher und authentischer Ihr Leben wird. Dieses zweite Anzeichen ist entscheidend, um toxische Beziehungen zu identifizieren, die nicht so offensichtlich wie missbräuchliche sind, aber ebenso schädlich für Ihre geistige und emotionale Gesundheit sind. Ihre Grenzen sind die Linien, die Sie ziehen, um Ihr körperliches, emotionales und geistiges Wohl zu schützen. Wenn jemand wiederholt diese Grenzen ignoriert oder überschreitet, ist es, als ob er ohne ihre Erlaubnis in ihr Haus eindringt. Das kann auf verschiedene Weisen geschehen. Vielleicht ist es der Freund, der immer unangekündigt bei ihnen auftaucht, obwohl sie ihn gebeten haben, vorher anzurufen. Oder das Familienmitglied, das darauf besteht, zu persönliche Fragen zu stellen, obwohl sie deutlich zeigen, dass sie sich unwohl fühlen. Im digitalen Bereich kann es jemand sein, der ihre Privatsphäre online verletzt, indem er ihre Nachrichten ohne Erlaubnis liest oder ihre Informationen in sozialen Netzwerken ohne ihre Zustimmung teilt. Ein Grenzverletzer handelt, als wären seine Bedürfnisse und Wünsche wichtiger als ihre. Sie könnten Dinge sagen wie »du übertreibst« oder »sei nicht so empfindlich«, wenn sie versuchen, eine Grenze zu setzen. Das Schlimmste ist, dass diese Menschen oft das Argument der Intimität nutzen, um ihr Verhalten zu rechtfertigen. »Wir sind Familie, wir brauchen keine Grenzen zwischen uns« oder »wahre Freunde haben keine Geheimnisse«. Aber hier ist die Wahrheit. Gesunde Beziehungen basieren auf gegenseitigem Respekt und dazu gehört auch, die Grenzen des anderen zu respektieren. Wenn jemand ständig ihre Grenzen verletzt, untergräbt das ihr Vertrauen und ihren Selbstrespekt. Sie beginnen zu zweifeln, ob sie das Recht haben, Grenzen zu setzen, ob sie schwierig sind, weil sie persönlichen Raum wollen. Und das Gefährlichste ist, dass sie im Laufe der Zeit anfangen könnten, dieses Verhalten zu normalisieren. Sie erwarten und akzeptieren, dass ihre Bedürfnisse ignoriert werden, dass ihre Privatsphäre verletzt wird. Wenn sie sich ständig erklären müssen, warum sie Grenzen setzen, sich schuldig fühlen, weil sie persönlichen Raum wollen oder Angst haben, mit jemandem zu interagieren, weil sie wissen, dass ihre Grenzen ignoriert werden, ist das ein klares Zeichen, dass etwas nicht stimmt. Den Kontakt zu einem Grenzverletzer abzubrechen, mag drastisch erscheinen, aber manchmal ist es die einzige Möglichkeit, ihre geistige Gesundheit und ihr Identitätsgefühl zu schützen,
Denken Sie daran, Sie haben das Recht, Grenzen zu setzen. Sie haben das Recht, Nein zu sagen. Und Sie haben das Recht, sich von Menschen zu distanzieren, die dies nicht respektieren. Indem Sie die Verbindung zu jemandem abbrechen, der ständig Ihre Grenzen verletzt, senden Sie eine kraftvolle Botschaft an sich selbst, dass Ihr Wohlbefinden zählt, dass Ihre Bedürfnisse gültig sind und dass Sie Respekt verdienen. Dieses dritte Anzeichen ist entscheidend, um gesunde Beziehungen zu pflegen und Ihre persönliche Integrität zu wahren. Es zu ignorieren, kann zu einem langsamen, aber konstanten Verfall Ihres Selbstwertgefühls und Wohlbefindens führen. Das Fehlen von echtem Support ist ein starkes Indiz dafür, dass eine Beziehung mehr Schaden anrichtet als Nutzen bringt. Stellen Sie sich vor, Sie befinden sich auf einer emotionalen Achterbahn mit Höhen und Tiefen und die Person neben Ihnen hält nicht nur nicht Ihre Hand, sondern scheint gleichgültig gegenüber Ihrem Erlebnis zu sein. In gesunden Beziehungen ist gegenseitige Unterstützung grundlegend. Es geht nicht darum, alle Probleme des anderen zu lösen, sondern darum, präsent zu sein, mit Empathie zuzuhören und aufrichtiges Ermutigen zu bieten. Wenn diese Unterstützung fehlt, kann der Einfluss verheerend sein. Sie fühlen sich allein, selbst wenn Sie von Menschen umgeben sind. Ihre Errungenschaften erscheinen kleiner, weil niemand sie mit Ihnen feiert. Ihre schwierigen Momente werden noch schwerer, weil keine freundliche Schulter zum Anlehnen da ist. Feine Hinweise können auf diesen Mangel an Unterstützung hinweisen. Vielleicht wechselt die Person das Thema, wenn Sie etwas Wichtiges teilen. Oder sie minimiert ihre Gefühle mit Sätzen wie »Es ist nicht so schlimm« oder »Du solltest dankbar sein für das, was du hast«. Die wahre Gefahr liegt darin, wie dies im Laufe der Zeit ihr Selbstvertrauen untergräbt. Sie beginnen zu zweifeln, ob ihre Träume wichtig sind, ob ihre Sorgen berechtigt sind. Es ist, als ob sie versuchen, auf trockenem Boden zu wachsen, möglich, aber viel schwieriger. Den Kontakt zu jemandem abzubrechen, der sie nicht unterstützt, kann beängstigend sein. Schließlich scheint sogar minimale Unterstützung besser als gar keine Unterstützung. Aber die Wahrheit ist, dass dieser konstante Mangel an Unterstützung ihre Energie aussaugt und ihr Potenzial einschränkt. Durch das Entfernen solcher Menschen schaffen sie Raum für diejenigen, die ihre Träume wirklich schätzen, ihre Erfolge feiern und ihnen in schwierigen Zeiten echten Support bieten. Es ist, als ob sie aus einer Wüste kommen und eine Oase finden. Plötzlich erkennen sie, wie sehr sie nach echter Unterstützung dürsteten. Ihre Reise, ihre Träume und ihre Herausforderungen sind wichtig. Sie verdienen es, anerkannt und unterstützt zu werden. Wenn jemand ständig darin versagt, dies zu tun, ist es vielleicht an der Zeit, die Rolle dieser Person in ihrem Leben neu zu bewerten. Respekt ist das Fundament, auf dem wir bedeutungsvolle Verbindungen aufbauen. Wenn er fehlt, bleibt nur eine instabile Struktur, die jederzeit einstürzen kann. Denken Sie an die Zeiten, in denen jemand sarkastische Bemerkungen über Sie gemacht hat, getarnt als Witze. Oder wenn Ihre Meinungen abgetan wurden, als ob sie keinen Wert hätten. Vielleicht wurden Sie in Gesprächen wiederholt unterbrochen, als ob das, was Sie zu sagen haben, nicht wichtig wäre. Dieser Mangel an Respekt zeigt sich auf verschiedene Weise. Es kann in der Art und Weise sein, wie jemand mit Ihnen spricht, in einem herablassenden oder gereizten Ton, oder darin, wie Ihre Sachen behandelt werden, ohne Sorgfalt für das, was Ihnen wichtig ist. Ein klares Zeichen ist, wenn Ihre Erfolge ständig heruntergespielt werden. Statt Ihren Erfolg zu feiern, findet die Person Fehler oder vergleicht sie nachteilig mit anderen. Es ist, als könnte sie es nicht ertragen, Sie strahlen zu sehen. Die Auswirkungen dieses Verhaltens gehen weit über den Moment hinaus, in dem es geschieht. Jede Instanz von Respektlosigkeit ist wie ein kleiner Hammerschlag auf Ihr Selbstwertgefühl. Mit der Zeit können Sie diese Respektlosigkeit verinnerlichen und glauben, dass Sie es nicht verdienen, besser behandelt zu werden. Es ist leicht, in die Falle zu tappen, dieses Verhalten zu rechtfertigen. Er hat es nicht so gemeint. Sie hat nur einen schlechten Tag, das ist einfach seine Art. Aber wenn die Respektlosigkeit konstant ist, werden diese Entschuldigungen zu einem Rauchvorhang, der die wahre toxische Natur der Beziehung verbirgt. Das Abbrechen von Verbindungen zu jemandem, der sie nicht respektiert, ist ein Akt der Selbstliebe. Es bedeutet, sich selbst und der Welt zu zeigen, dass sie es verdienen, mit Würde und Rücksicht behandelt zu werden. Indem sie sich distanzieren, schaffen sie Raum für Beziehungen, die auf gegenseitigem Respekt basieren. Es ist, als würden sie einen dunklen, stickigen Raum verlassen
und in einen sonnigen Garten treten. Plötzlich atmen sie freier und fühlen sich wertgeschätzt für das, was sie wirklich sind. Sie verdienen es, von Menschen umgeben zu sein, die ihren Wert erkennen, die ihre Ideen, Gefühle und Erfolge mit dem Respekt behandeln, den sie verdienen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Haben Sie sich jemals vollkommen ausgelaugt gefühlt, nachdem Sie mit jemandem interagiert haben? Als hätten Sie einen emotionalen Marathon hinter sich, obwohl es nur ein einfaches Gespräch war. Das ist der Kern dieses Zeichens. Gesunde Beziehungen geben uns Energie. Sie lassen uns lebendig fühlen, inspiriert, bereit, die Welt zu erobern. Aber wenn eine Beziehung Sie ständig erschöpft, ist es Zeit, aufmerksam zu werden. Diese Erschöpfung kann sich auf verschiedene Weise manifestieren. Vielleicht fühlen Sie eine echte körperliche Müdigkeit nach der Zeit mit dieser Person. Oder vielleicht eine geistige Erschöpfung, als würde Ihr Gehirn auf Hochtouren arbeiten, nur um den Frieden zu bewahren. Oft resultiert diese Erschöpfung aus einem Ungleichgewicht in der Beziehung. Sie geben immer, bemühen sich immer, versuchen immer zu gefallen, während die andere Person nur nimmt. Es ist, als würde man versuchen, einen Eimer mit einem Loch zu füllen. Egal wie viel man hineingießt, es ist nie genug. Die wahre Gefahr liegt in der kumulativen Wirkung dieser Erschöpfung. Mit der Zeit beeinflusst sie alle Bereiche ihres Lebens. Ihre Arbeit, ihre Hobbys, sogar ihre Gesundheit können leiden, weil ihnen einfach die Energie fehlt, in sie zu investieren. Es ist leicht zu denken, dass alle Beziehungen Anstrengung erfordern. Und ja, das tun sie. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen Anstrengung, die sie wachsen lässt, und Anstrengung, die sie bis auf die Knochen auslaugt. Den Kontakt zu jemandem abzubrechen, der sie ständig erschöpft, mag beängstigend sein. Schließlich sind wir an diese Dynamik gewöhnt. Aber denken Sie daran, wie das Abschalten eines Geräts, das all Ihre Energie aus Ihrem Haus zieht. Plötzlich haben Sie Licht, um den Weg vor sich zu sehen. Indem Sie sich distanzieren, setzen Sie eine unglaubliche Menge Energie frei, die Sie in Ihr persönliches Wachstum, in nährende Beziehungen und in das Verfolgen Ihrer Träume investieren können. Ihre Vitalität ist kostbar. Verschwenden Sie sie nicht mit jemandem, der Sie nicht zu schätzen weiß. Umgeben Sie sich mit Menschen, die Sie inspirieren, die Sie besser machen wollen und die Sie auf das nächste Treffen freuen lassen. Stellen Sie sich vor, Sie wären in der Nähe von jemandem, der scheinbar ein Radar für Probleme hat. Egal wie die Situation aussieht, diese Person findet immer etwas, worüber sie sich beschweren oder kritisieren kann. Es ist, als würde man mit einer persönlichen Regenwolke leben, die einem überall hin folgt. Diese Negativität zeigt sich auf verschiedene Weise. Es kann der Freund sein, der immer eine Unglücksgeschichte parat hat, oder das Familienmitglied, das in jeder ihrer Errungenschaften Fehler findet. Vielleicht ist es der Kollege, der jede Herausforderung in eine bevorstehende Katastrophe verwandelt. Die wahre Gefahr dieser ständigen Negativität besteht darin, wie sie ihre eigene Denkweise infiltriert. Es ist schwer, optimistisch zu bleiben, wenn jemand ständig die Welt in Grautönen malt. Sie könnten sich dabei ertappen, diese pessimistische Sichtweise zu übernehmen und die Fähigkeit zu verlieren, die guten Dinge im Leben zu schätzen. Zudem ist der Umgang mit dieser Negativität emotional anstrengend. Es ist wie der Versuch, gegen eine starke Strömung zu schwimmen. Man verbraucht so viel Energie, um den Kopf über Wasser zu halten, dass man kaum vorankommt. Oft rechtfertigen wir es, solche Menschen um uns zu haben. Sie braucht nur jemanden zum Reden. Er hatte ein schweres Leben. Es ist meine Pflicht zu helfen. Aber wenn diese Negativität zu einem konstanten Muster wird, hört sie auf, ein gelegentlicher Ausbruch zu sein und wird zu einer toxischen Kraft in ihrem Leben. Den Kontakt zu jemandem, der chronisch negativ ist, abzubrechen, mag grausam erscheinen, aber in Wahrheit ist es ein Akt der Selbstverteidigung. Es ist, als würde man die Vorhänge öffnen, nachdem man lange im Dunkeln gelebt hat. Plötzlich erkennt man, wie viele Farben es in der Welt gibt. Indem Sie sich distanzieren, schaffen Sie Raum für Menschen und Erfahrungen, die Sie erheben, die Ihnen helfen, Möglichkeiten statt Probleme zu sehen. Es ist erstaunlich, wie sich Ihre Perspektive ändern kann, wenn Sie nicht ständig gegen eine Welle der Negativität ankämpfen. Sie verdienen es, von Menschen umgeben zu sein, die Sie inspirieren, die Ihnen helfen, das Positive im Leben zu sehen, die Herausforderungen mit Resilienz statt Verzweiflung begegnen. Ihre Energie ist zu wertvoll, um von jemandem verbraucht zu werden, der nur das Schlimmste in allem sieht.
Stellen Sie sich Vertrauen als den Zement vor, der die Struktur einer Beziehung zusammenhält. Wenn es bricht oder nie existiert hat, beginnt alles zu zerfallen. Diese Vertrauenslosigkeit zeigt sich auf verschiedene Weise. Es kann der Freund sein, der Ihre Geheimnisse immer weitererzählt. Oder der Partner, der ständig kleine Versprechen bricht, egal wie unbedeutend sie erscheinen. Vielleicht ist es das Familienmitglied, das hinter Ihrem Rücken schlecht über Sie spricht. Ein klares Zeichen ist, wenn Sie sich ständig dabei ertappen, die Worte oder Handlungen dieser Person zu hinterfragen. Sie analysieren jede Aussage auf versteckte Lügen. Jeder Gestus wird verdächtig. Es ist erschöpfend, so zu leben, immer auf der Hut. Die Auswirkungen dieses Misstrauens gehen über die spezifische Beziehung hinaus. Es breitet sich auf andere Bereiche Ihres Lebens aus. Sie könnten zynischer, verschlossener werden, aus Angst, sich für neue Verbindungen zu öffnen. Es ist, als würde man in einem Raum voller verzerrter Spiegel leben. Man weiß nie, ob das, was man sieht, real oder eine Illusion ist. Diese ständige Unsicherheit erzeugt ein Maß an Stress und Angst, das Ihre geistige und körperliche Gesundheit beeinträchtigen kann. Oft versuchen wir, es zu rationalisieren. Jeder lügt manchmal, vielleicht übertreibe ich. Aber wenn das Misstrauen ein konsistentes Muster ist, ist es keine Paranoia. Es ist Ihr Instinkt, der Sie schützt. Den Kontakt zu jemandem abzubrechen, dem Sie nicht vertrauen können, ist wie eine Last von den Schultern zu nehmen. Plötzlich müssen Sie nicht mehr jede Interaktion entschlüsseln und jede Aussage auf versteckte Absichten analysieren. Indem Sie sich distanzieren, schaffen Sie Raum für Beziehungen, die auf Ehrlichkeit und Transparenz basieren. Es ist erstaunlich, wie das Leben leichter wird, wenn man einfach glauben kann, was die Leute sagen und tun. Sie verdienen es, von Menschen umgeben zu sein, denen sie voll und ganz vertrauen können. Menschen, deren Worte und Handlungen übereinstimmen, die ihre Geheimnisse respektieren, die ihre Versprechen halten. Vertrauen ist die Basis für wahre und tiefe Verbindungen. Exzessiver Egoismus ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es an der Zeit ist, eine Beziehung neu zu bewerten. Wenn jemand ständig seine eigenen Bedürfnisse und Wünsche über alles und jeden stellt, schafft das ein toxisches Ungleichgewicht. Stellen Sie sich vor, Sie führen ein Gespräch, in dem Sie kaum über sich selbst sprechen können, weil die andere Person das Thema immer wieder auf sich lenkt. Oder Situationen, in denen Ihre Probleme minimiert werden, während Ihre als weltweite Notfälle behandelt werden. Dieses Verhalten zeigt sich in verschiedenen subtilen und weniger subtilen Formen. Die Person könnte sich übermäßig mit ihren eigenen Errungenschaften rühmen und ihre völlig ignorieren. Vielleicht macht sie Pläne, ohne ihre Zeitpläne oder Vorlieben zu berücksichtigen. In extremen Fällen könnte sie sogar ihre Ressourcen, Zeit, Geld, Anstrengung nutzen, ohne Rücksicht oder Dankbarkeit. Die Auswirkungen dieses Egoismus gehen über die unmittelbare Frustration hinaus. Mit der Zeit könnten sie sich unsichtbar fühlen, als ob ihre Bedürfnisse und Gefühle keine Rolle spielen. Ihr Selbstwertgefühl könnte leiden, sodass sie anfangen, an ihrem eigenen Wert zu zweifeln. Es ist üblich, dieses Verhalten zu rechtfertigen. Sie macht gerade eine schwere Zeit durch. Er merkt nicht, dass er so handelt. Aber wenn Egoismus ein konstantes Muster ist, verlängern diese Entschuldigungen nur eine schädliche Dynamik. Sich von jemandem zu distanzieren, der übermäßig egoistisch ist, kann befreiend sein. Es ist, als würde man einen stickigen Raum verlassen und zum ersten Mal seit langem frische Luft atmen. Plötzlich haben Sie Raum für Ihre eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Träume. Gesunde Beziehungen basieren auf Geben und Nehmen, auf gegenseitiger Rücksichtnahme. Sie verdienen es, von Menschen umgeben zu sein, die sich wirklich um Ihr Wohlbefinden sorgen, Ihre Erfolge feiern und sich um Ihre Herausforderungen kümmern. Denken Sie daran, dass es kein Egoismus ist, Ihr eigenes Wohlbefinden zu priorisieren. Es ist Selbstschutz. Indem Sie sich von unausgewogenen Beziehungen entfernen, schaffen Sie Raum für authentischere und lohnendere Verbindungen. Haben Sie sich schon einmal gefühlt, als würden Sie ständig an einem unmöglichen Maßstab gemessen? Es ist, als würden Sie immer einen Wettbewerb verlieren, dem Sie nie zugestimmt haben. Das ist der Kern dieses Zeichens. Jemand, der ungünstige Vergleiche anstellt, könnte Dinge sagen wie: Warum bist du nicht mehr wie dein Bruder? Oder: So und so ist schon so erfolgreich und du bist immer noch in dieser Phase. Diese Vergleiche können jeden Aspekt Ihres Lebens betreffen: Aussehen, Karriere, Beziehungen, Fähigkeiten. Die wahre Gefahr
liegt im kumulativen Effekt dieser Vergleiche. Jeder Kommentar ist wie ein kleiner Tropfen Wasser. Einzeln mag er harmlos erscheinen, aber im Laufe der Zeit kann er ein tiefes Loch in ihr Selbstwertgefühl graben. Sie könnten sich ständig bemühen, ihren Wert zu beweisen, immer versuchen, einen Standard zu erreichen, der ständig im Wandel zu sein scheint. Es ist ermüdend und ehrlich gesagt unmöglich durchzuhalten. Oft behauptet die Person, die die Vergleiche anstellt, gute Absichten zu haben. Ich will dich nur motivieren, könnten sie sagen. Aber wahre Motivation kommt aus Inspiration und Ermutigung, nicht aus ständigen negativen Vergleichen. Das Abbrechen von Verbindungen zu jemandem, der sie ständig ungünstig mit anderen vergleicht, ist ein Akt der Selbstverteidigung. Es ist, als würde man einen verzerrten Filter entfernen, der über ihrem Leben lag, sodass sie sich endlich klar sehen können. Indem sie sich distanzieren, schaffen sie Raum, um ihre eigene einzigartige Reise zu schätzen. Sie beginnen, ihren eigenen Fortschritt und ihre Errungenschaften zu erkennen, ohne sie mit denen anderer vergleichen zu müssen. Sie verdienen es, von Menschen umgeben zu sein, die sie für das schätzen, was sie sind, die ihre einzigartigen Qualitäten feiern, anstatt sie ungünstig mit denen anderer zu vergleichen. Ihre Reise ist ihre eigene und niemand hat das Recht, sie durch ungerechte Vergleiche zu schmälern. Mit diesem 10. Zeichen schließen wir unsere Liste der Warnsignale ab. Jedes dieser Zeichen ist ein Aufruf zum Handeln. Eine Erinnerung daran, dass Sie Beziehungen verdienen, die Sie aufbauen, nicht die Sie herunterziehen. Im Laufe dieses Videos haben wir 10 entscheidende Anzeichen untersucht, die darauf hinweisen, wann es an der Zeit ist, Verbindungen zu jemandem zu kappen, selbst wenn es sich um einen nahen Familienangehörigen oder Freund handelt. Von emotionalem oder physischem Missbrauch bis hin zu ständigen ungünstigen Vergleichen repräsentiert jedes dieser Zeichen ein Muster toxischen Verhaltens, das ihr Wohlbefinden ernsthaft schädigen kann. Diese Zeichen zu erkennen, ist nur der erste Schritt. Die wahre Herausforderung liegt darin, auf Basis dieses Wissens zu handeln. Verbindungen zu kappen ist nie einfach, besonders wenn es sich um nahestehende Personen handelt. Aber denken Sie daran, Ihre geistige, emotionale und sogar körperliche Gesundheit steht auf dem Spiel. Ihr Wohlbefinden zu priorisieren ist kein Egoismus. Es ist eine notwendige Handlung des Selbstschutzes und der Selbstliebe. Indem Sie sich von toxischen Beziehungen distanzieren, schaffen Sie Raum für echte und bereichernde Verbindungen. Unterschätzen Sie nicht den positiven Einfluss, den diese Entscheidung auf Ihr Leben haben kann. Viele Menschen berichten, dass sie sich leichter, selbstbewusster und glücklicher fühlen, nachdem sie negative Einflüsse aus ihrem Leben entfernt haben. Denken Sie daran, dass Sie es verdienen, von Menschen umgeben zu sein, die Sie respektieren, unterstützen und positiv zu Ihrem Leben beitragen. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden. Wenn Sie sich mit einem der besprochenen Zeichen identifiziert haben, sollten Sie Unterstützung in Betracht ziehen. Dies kann durch vertrauenswürdige Freunde, unterstützende Familienmitglieder oder sogar professionelle Hilfe geschehen. Ihre Reise zu gesünderen Beziehungen und einem glücklicheren Leben beginnt mit dem Mut zu erkennen, was nicht funktioniert, und der Stärke, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen. Danke, dass Sie zugesehen haben. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich und inspiriert Sie dazu, Ihr Wohlbefinden in all Ihren Beziehungen zu priorisieren.